Mahlzeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Infinews Ultimate Software Blog. Wir schauen uns das Schweiz Rework an, denn es geht weiter, SCS schläft nicht. Viele haben ja schon gedacht, wann kommt's, was passiert, denn wir hören nichts mehr. Und hier jetzt nun weitere Bilder und natürlich Videos hier von SCS. Ne? Guck mal, hier fetter Zug und so, ne? Schönes Tal und so, sieht sehr schnick aus das Ganze. Das Video ist natürlich zu finden auf Twitter, das vielleicht nicht vergessen, aber guck mal, wie schön das aussieht, so schön. Ich freue mich auf Schweiz DLC besonders, weil wir haben ja Deutschland überarbeitet, wir haben Österreich, dann haben wir die Schweiz, alles so ein bisschen hier, dieses Eck, das Ganze, richtig, richtig geil. Und was mir hier gut gefällt, guck mal, das Ganze mit dem Gehölzinnen hier und oben die Berge mit dem Almöhi und der Heidi, geile Sache, das sieht richtig stark aus, guckt euch das mal an, mega, mega, mega. Das ist schon was ganz was Feines hier. Parkplätze sehe ich hier. Ich war da noch nicht, also für die Leute, die da schon mal waren, dürfen natürlich gern kommentieren, ob es dann genauso ist, wie wir es hier ungefähr sehen. Klar, dass wir eine 1:1 Überarbeitung da nicht so ganz hinkriegen mit dem Mont Blanc-Tunnel und dem ganzen Gedöns, was außen rum ist, aber wir gehen schwer davon aus, dass das, was wir hier sehen, wirklich 1:1 ungefähr ist halt. Ne? Klar, alles kriegt man auch nicht hin, aber ungefähr. Ich finde es aber mega. Ich finde es richtig, richtig rattenscharf und ich freue mich schon, wenn das dann soweit ist. Hier dürfen wir nur 30 fahren. Hier fährt man anscheinend in den Tunnel rein oder was. Ist es dann mit Mont Blanc? Ist es für die LKWs mit Zug, ne? Oder nicht? Ist es mit Zug? Weil hier ist so ein Ding. Ich weiß es nicht. Ich war da unten noch nicht. Ich muss mir das noch begutachten. Weil da steht irgendwas Kontrolle. Da steht da Thermografikkontrolle. Steht hier irgendwas da? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich hätte gedacht, dass das Mont Blanc, dass man da nicht durch, oder fährt man da durch? Ich weiß es nicht. Gibt es da nicht irgendwas? Nee. Wahrscheinlich verwechsel ich es gerade mit dem Eurotunnel. Ha, egal. Sieht trotzdem geil aus. Guck mal hier mit dem Licht und so. Schön, so schön. Also ja, SCS, hier oben auch nochmal der Berg. Lässt sich natürlich nicht lumpen und haut hier natürlich wieder richtig geile Sachen mit rein. Und ich freue mich wie ein Osterhase, das kann ich euch sagen, wenn es dann hier soweit ist. Ne? Also wie gesagt, die zeigen uns hier den kompletten Mont Blanc-Tunnel nochmal. Ne? Das ist dann die Straße A40 und E25. Müsste man sich vielleicht mal Google Maps anschauen, wo, wie das ist und wie lang der Mont Blanc-Tunnel ist. Wie lang ist der Mont Blanc-Tunnel? Weiß es jemand? Darf es gerne kommentieren. Ein bisschen Erdkunde rausholen hier, ne? Wie lang er ist. Und ja, wie er dann die Durchfahrt ist, weil ich bin da noch nicht durchgefahren, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange er ist, keine Ahnung. Also da dürft ihr dann gerne mal hier was reinschreiben, ne? Würde mich freuen drüber, das kann ich auch ein bisschen, ne? Bildung und so, auch ganz wichtig. Hier, guck mal, hier ist es doch, hier, guck mal hier, ach nee, das ist aber kein Ding. Ach, das ist es, ne? Wo du hier reinfährst und dann wirst du hier so durchleuchtet, nenne ich, so nenne ich es mal, ne? Um zu gucken, ob du nicht irgendwie Schmuggelgut dabei hast, ne? Tunnel Mont Blanc. Man kann es natürlich nicht lesen, was da steht, aber das wird so eine Art, du fährst rein und dann bist du gescannt, ne? Irgendwie so, oder geröntgt. Ne? Aber die Bilder sehen einfach schon schnieke aus. Das ist schon geil gemacht, ne? Ich schaue mir halt gerne die Videos an, weil die halt dann richtig gut rüberkommen hier, das Ganze. Ne? Guck mal, fette Feuerwehr hier. Mega. Also richtig geil, ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Und wenn ihr noch Fragen habt oder gerne meine Fragen beantworten könnt, dann dürft ihr das gerne machen, einfach unten in die Beschreibung rein, würde mich freuen drüber. Und dann würde ich sagen, immer Augen offen halten. Ne? Mal gucken, wann es dann rauskommt, weil sie schreiben es noch nicht, wann es rauskommt. Also müssen wir mal gucken. Ne? Gut, in diesem Sinne, schönen Abend noch, macht's gut, bis bald und adios.